Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, morgens, diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist kurz vor 2 Uhr morgens und ja, wie versprochen, nehme ich gerade also den zweiten Teil auf, das Nachfolgevideo zum Thema Videoantwort erstellen. Erstmal dickes Danke an alle, die das Video gesehen haben, kommentiert haben, Videoantworten gemacht haben, auch wenn einige Videoantworten überhaupt nichts mit dem Video zu tun hatten, aber egal. Womit wir schon wieder fast beim Thema wären, komme ich aber gleich nochmal drauf. Ja, über 3000 Views. Dickes Danke an den Commander Krieger, dass er so schnell reagiert hat auf meine PN. Ich hatte ihn angeschrieben. Dickes Danke auch da für seine Videoantwort, die er so schnell gepostet hat. Und ja, auch alle anderen natürlich, die da in irgendeiner Art und Weise reagiert haben. Und dickes Danke natürlich auch an meine Stammkommentatoren, allen voran Zolan X, die mir dabei geholfen haben, den Ansturm hier abzuwettern. Ja, die Leute also mit Antworten auf ihre Kommentare hier erstmal willkommen zu heißen und ein bisschen zu erklären, dass hier einige Sachen auf diesem Kanal doch anders laufen, als es vielleicht so gewohnt sind. Ja. Und auch dickes Danke an meine Stammzuschauer, dass ihr euch davon so wenig beeindrucken lasst und doch jetzt hier unter dem Video nichts weiter großartig ausgebrochen ist, sondern man doch in den Kommentaren viel beim Thema blieb. Denn wenn man den Tiger schon beim Schwanz packt, dann muss man ihn auch reiten. Ach ja, die Augen tun weh, die Finger tun weh, irgendwie den ganzen Tag hier dran gewesen an der Sache. Ja, mit den 0,0004%, vielleicht da mal einzuhaken gleich, sind nicht die Viewzahlen der Antwortvideos gemeint, sondern die Klickzahlen auf die Videoantwort selber unter dem Originalvideo. Ja, nicht die Viewzahlen des Antwortvideos selber. Das ist vielleicht ein Irrtum, auf den man leicht reinfällt. Und gut, das sind natürlich sehr wenige, weil Videoantworten natürlich hauptsächlich YouTuber interessieren und viele Leute ein Video ja bereits gesehen haben, bevor eine Videoantwort dazu verfasst, aufgenommen, gerendert, hochgeladen, gesendet und dann schließlich vom Empfänger der Videoantwort freigegeben ist. Ja. Viele Zuschauer sehen also gar nicht, dass es zu einem Video Videoantworten gibt und was sich da teilweise Interessantes verbirgt. Ja. Was vielleicht eben dazu auch führt, dass die sehr selten angeklickt werden. Ich meine, gut, YouTube aktuell, wir kennen es, wie es ist. Ne? Wer liest schon Beschreibungen? Wer liest schon Kommentare? Und wer interessiert sich schon für Videoantworten? Wenn man voll auf damit zu tun hat, seine Startseite abzuarbeiten, was da alles neu drauf ist, oder man halt über Facebook oder sonst ein soziales Netzwerk den Link zu einem Video bekommen hat, dann schaut man sich halt das Video selber an, aber in den seltensten Fällen halt eben Kommentare und Videoantworten dazu. Ja. Für YouTuber selber sind diese Videoantworten aber, wie gesagt, sehr wichtig. Ich erinnere einfach mal nur an die Aktionen, die Commander Kriege da mit seiner Community durchführt, die man auch als YouTuber einfach mit seiner Community da machen kann. Ja, oder halt solche tollen Sachen wie von Yetivin zum Beispiel, Geständnisse eines Nerds. Schaut mal rein, ich packe euch den Link vom Video in die Beschreibung. Ja, schaut rein, solange die Videoantworten dazu noch da sind, also bis zum 12. September. Hm? Die Uhr tickt. Ja, für sowas sind halt Videoantworten wichtig und ich sag mal für die reinen Zuschauer, die wie gesagt einfach nur ihre Abos abgucken bzw. auf Facebook oder Twitter jemandem folgen und da dann die Videos drüber schauen. Klar, die kriegen von Videoantworten nichts mit, was aber nicht heißt, dass sie eben nicht wichtig sind. Zumindest für YouTuber, für Zuschauer weniger wichtig. Ja. Also, schade drum, dass sie verschwinden. Es soll allerdings so etwas wie einen Nachfolger geben. Ja.
Aber in dem Fall ist die Medizin schlimmer als die Krankheit. Angeblich sollen wohl Videolinks in Kommentaren ermöglicht werden. Und das ist eine Sache, holla die Waldfee. Da müssen wir echt Angst haben. Denn gut, bisher wurden auch Videoantworten zum Spam benutzt. Ja. Ich habe auch zu diesem Video eine ganze Reihe Videoantworten bekommen, die gar nichts mit dem Video zu tun hatten. Ja, sondern wollte einfach nur irgendjemand Werbung für sein Video oder seinen Kanal machen. Aber das gab es schon immer und es wird halt auch jede Möglichkeit natürlich benutzt zum Spammen. Und der Vorteil einer Videoantwort war halt, man konnte sein Video nur als Videoantwort zu einem anderen Video einreichen. Einen Kommentar mit einem Videolink, den kann ich unter tausende Videos posten. Das heißt, die Kommentare werden, wenn das tatsächlich so kommt, wenn es tatsächlich so kommt, werden die Kommentare von einer Spamwelle heimgesucht werden, die ihresgleichen sucht. Und es werden nicht nur kleine Let's Player-Kanäle und neue YouTuber und so die üblichen Verdächtigen sein, Trolle und Hater und was weiß ich nicht alles, sondern da werden noch ganz andere Sachen auf uns zukommen. Und ja, der Vorteil bei einer Videoantwort war halt, wenn die halt als Spam reinkam, ich hatte sie im Posteingang, sie musste genehmigt werden. Ich habe die Videoantwort dann einfach nicht genehmigt. Ne? Und jeder andere YouTuber auch, wenn sie halt nichts mit dem Thema zu tun hatte. Danke hier auch nochmal an Commentorio, auch für seine Antwort auf meine PN. Und damit war das Thema erledigt. Der Zuschauer hat davon gar nichts mitbekommen. Mit Videolinks in den Kommentaren ist es aber so, dass ich als YouTuber, als jemand, der einen Kanal betreut und auch die Kommentare betreut, wie es ja im Idealfall sein sollte, da einfach viel mehr zu tun habe. Und wir kennen alle YouTube, wir wissen es, wie es ist. Ne? Es werden einem bei weitem nicht alle Kommentare im Posteingang angezeigt. Das heißt, man muss immer wieder selber gucken, unter seinen Kommentaren zu seinen Videos, ob da nicht irgendwelcher Müll dabei ist und den manuell rauslöschen. Und das ist sehr, sehr viel aufwendiger als das Verfahren jetzt mit den Videoantworten. Ne? Und ja, das ist einfach mehr Aufwand, den gerade und ganz besonders natürlich die großen YouTuber machen müssen. Man kann sich also darauf einstellen, dass sie für die wirkliche Bearbeitung von Kommentaren und die Kommunikation mit ihrer Community über die Kommentare noch viel weniger Zeit haben als bisher schon. Ja. Dumm gelaufen. Ja. Es soll zwar ein neues Verfahren für Videoantworten geben, das irgendwie mit Hashtags laufen soll, weiß ich nicht. Hört sich auf jeden Fall erstmal ziemlich kompliziert an und bei weitem nicht so schön wie das, was Videoantworten jetzt sind. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Wir sollten uns aber natürlich überraschen lassen, was da kommt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird es ja was Sinnvolles. Ja, das soweit einfach nochmal im Nachgang von mir. Jetzt habe ich auch schon wieder fast 10 Minuten gequatscht. Nochmal an alle, die das Video gesehen haben, herzlichen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. An alle, die vielleicht hier auf diesem Kanal hängen bleiben oder sich weiter umschauen, ihr seid natürlich herzlich eingeladen und natürlich ebenso herzlich willkommen. Schaut euch ruhig erstmal um und schaut auch ruhig in die Kommentare rein, dass ihr so ein bisschen mitbekommt, wie es hier zugeht. Und ja, vertraut einfach auch auf die Stammkommentatoren, die werden euch möglichst genauso wie ich unterstützen, dass ihr euch hoffentlich bald richtig heimisch hier fühlt. Ja. Bis dahin sollte das erstmal von mir gewesen sein. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter. So verabschiede ich mich immer von meinen Zuschauern. Und bis dahin, man sieht sich wieder. Atschö mit Ö.